Ich wünsche allen hier eine angenehme Zeit. Wir wollen die nächste Zeit uns ein wenig mit dem Hören beschäftigen, mit der Hörkultur, mit der Wahrnehmung und vor allem, was Frequenzfolgereaktionen für Auswirkungen haben und wie Frequenzfolgereaktionen uns auch verändern können. Insbesondere, wenn man die genau nach der kosmischen Oktave einstimmt. Doch vorweg ein paar Worte zur Wahrnehmung. Wahrnehmen, etwas hören oder etwas sehen, heißt im Grunde genommen etwas von außen aufnehmen und durch einen komplizierten mechanischen, chemischen und elektrischen Vorgang an das Bewusstsein weiterleiten. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen, wie so etwas funktioniert. Zum Beispiel jedes Wort, das ich hier sage, das wird im Ohr mechanisch wiederhergestellt durch das sogenannte kortische Organ. Das ist so wie eine Harfe mit ein paar tausend Saiten, die sind unterschiedlich lang und die resonieren mechanisch nach dem Klang, der außen ist. Der wird noch vorher im Ohr durch Hammer und Amboss und Trommelfell verstärkt und dieses verstärkte Signal wird dann durch diese Harfe in Resonanz an das Nervensystem weitergeleitet. Das heißt, an jeder Seite ist eine Nervenendigung und die tut das mechanische Schwingungssystem der einzelnen Seite in ein elektrisches Signal und an eine Nervenleiter und durch die Nervenbahn geht es dann an die Gehirnrinde. Für jede Frequenz hat man einen anderen Platz im Gehirn. Und jeder Impuls löst im Gehirn eine Aktion aus. Das heißt, in dem Moment, wo der Schall ankommt, wird er registriert, wieder an die zentrale Verarbeitungsstelle, die CPU sozusagen, das ist der Thalamus, weitergeleitet, abgeglichen, durchgerechnet, weil aus lauter Einzelinformationen muss ja wieder ein Klangbild entstehen. Und dieses Klangbild wird dann noch verglichen mit Erinnerungen, das heißt, kennen wir die Melodie, kennen wir den Rhythmus und aufgrund der Erinnerung wird dann überhaupt erst festgestellt, mag ich das oder mag ich das nicht. Das heißt, erst wird aufgenommen, dann wird zwischengespeichert, dann wird abgeglichen und dann fängt die eigentliche Wahrnehmung an, mir gefällt das oder mir gefällt das nicht. Und aufgrund der Wahrnehmung gibt es dann wieder Veränderungen, zum Beispiel in unserem Neurotransmitterhaushalt. Wenn wir uns freuen, löst das andere chemische Reaktionen im Gehirn aus, wie wenn wir zum Beispiel angespannt sind oder uns ärgern. Wenn wir jetzt systematisch über längere Zeit, zum Beispiel mit 120 BPM, das sind etwa 2 Hertz, immer Impulse hören, dann nötigen wir unser Gehirn, in der Schwingung von etwa 2 Hertz oder 120 BPM zu arbeiten. Arbeiten heißt im Grunde genommen, da findet ein riesiges Feuerwerk statt. Jede Basslinie, die man hört, jede Cymbel, die man hört, jeden Sound, den man hört, löst ein richtiges Feuerwerk aus. Das sind Millionen von Nervenendigungen, die aufgrund dieses Signals irgendwelche Neurotransmitter abfeuern und Rezeptoren, die die wieder auffangen, um so das Signal weiterzuleiten. Also wenn wir ein paar Stunden tanzen, dann tut unser Gehirn praktisch 2-mal in der Sekunde systematisch immer wieder das Gleiche, ein Signal aufnehmen, ein Signal verarbeiten, ein Signal mit der Erinnerung vergleichen und beim Tanzen noch dieses Signal in eine motorische Impulsinformation umzusetzen, nämlich wir bewegen uns ja bei dem Tanzen. Wer schon auf einer Gabanation oder Speedcore Party war, da ist es etwas schneller, da
geht man so auf 180 bis 240 BPM. Das sagen einige Leute, die sind verrückt. Aber 180 BPM entspricht etwa 3 Hertz mit 60 Sekunden an die Minute. Und 180 durch 60 sind 3 Hertz. Wenn ich also so richtig GABA tanze, intensiv in Ekstase, dann ist mein ganzes Informationssystem auf 3 Hertz eingetuned. Da kann man schon fast sagen, zappeln und nicht nur tanzen. 3 Hertz, das ist auch eine Schwingung, das wollen die Zen-Mönche erreichen. Die meditieren, um die Gehirnschwingungen langsamer zu machen und um tiefere Gehirnregionen, Frequenzmuster im Gehirn bewusst erfahrbar zu machen. Also der Unterschied zwischen Speedcore und GABA und Zen ist sehr gering, zumindest der Endeffekt, der im Gehirn ankommt, eine niedrige Herzzahl als Grundschwingungsmuster ist bei beiden vorhanden. Beim Sehen ist das übrigens sehr ähnlich. Wir haben ja zwei Sehsysteme, Stäbchen und Zäpfchen, Farbsehen und Schwarz-Weiß-Sehen. Das sind zwei separate Systeme mit Hunderttausenden von kleinen Zellen, die da die Lichtimpulse umwandeln und auch wieder an unsere Gehirnhälften Bildinformationen schicken. Diese Bildinformationen werden verarbeitet, werden abgeglichen und dann werden sie einem bewusst. Wenn wir also jetzt die Lightshow adäquat, oktavanalog, in der richtigen Rhythmik mit der Musik laufen lassen, zum Beispiel Strobo-Lights, dann verstärken wir noch den Schwingungsrhythmus in unserem Gehirn, das zusätzlich zum Takt der Musik auch noch die optische Informationsverarbeitung hinzukommt. Und so nötigen wir unser Gehirn für eine bestimmte Zeit systematisch in einer bestimmten Geschwindigkeit zu arbeiten und bestimmte Arbeitsabläufe sequenziell immer zu wiederholen. Und das prägt sich ein. Das ist so wie ein Tennisspieler, der hat einen kräftigen Unterarm, oder ein Fußballspieler, der hat kräftige Beine, und jemand, der viel tanzt, der hat sicher auch kräftige Beine und Arme, aber vor allem auch ein Gehirn, das geübt ist, sehr schnell Informationen umzusetzen. Viel Tanzen verändert die Wahrnehmung. Die Schwingungen, die bleiben manchmal auch etwas länger. Also in Berlin, wenn man zu bestimmten Zeiten U-Bahn fährt, da kann man so richtig beobachten, wie Frequenzfolgereaktionen funktionieren. Da gibt es Leute, die so nach der momentanen Sommerhymne 3 Tage wach und truff, truff, truff und sitzen in der U-Bahn und dann quietscht es in der Kurve in die U-Bahn und was sieht man? Sie fangen sofort an zu rufen, weil im Gehirn das so verarbeitet wird wie das letzte Stück, das man gerade im Club gehört hat. Zusätzlich zum reinen Hören der Musik kommt das ja, dass sie hineinfallen lassen. Es ist ja nicht nur ein Vorgang mit den Ohren, sondern man nimmt ja mit dem ganzen Körper wahr. Wenn man in der Nähe der Basslautsprecher ist, dann spürt man richtig den Bass, wie er auf dem Brustkorb zum Vibrieren bringt. Dieses Fallenlassen in der Musik ist eigentlich eine Voraussetzung, dass man sie auch richtig genießen kann. Und so ist eine gewisse Kritik bei bestimmten Festivals, dass man auf einer kleinen Halbinsel 5 Floors hat. Die meisten Leute auf diesem Festivalgelände haben dann Multitasking-akustische Info. Das heißt, man hört 2, 3, 4 verschiedene Musiken und muss sich auf den Zeltplatz oder wenn man einen Infostand macht dort, immer entscheiden, will man jetzt zu einem oder zu anderen mitwippen. Das bedeutet ganz einfach Stress
fürs Gehirn. Die Folgen sind bekannt, wenn man zu sehr gestresst ist, dann nehmen die Leute einen Drink oder sie nehmen irgendwelche Pillen oder Pülverchen, um den abzubauen. Also eine gute präventive Maßnahme, dass wir nicht in die Versuchung kommen, zu viel zu nehmen, ist, sich auf einen Sound richtig einzulassen und abzugehen. Wenn man von einem zum anderen immer hin und her hopst, dann entsteht keine richtige Frequenzfolgereaktion, sondern sie wird unterbrochen, hat wieder einen anderen Rhythmus und dann wird das Ekstase-Erlebnis sicher nicht so tief, wie wenn man sich auf eine Geschichte richtig einlässt. Mit den Frequenzen, das haben viele Völker, auch ohne dass sie jetzt Frequenzen berechnen konnten, schon sehr früh festgestellt. Der Grundton, der Kammerton, der spielt in der Musikgeschichte eine sehr zentrale Rolle. Schließlich ist es ja der Ausgangston, nach dem wir Instrumente stimmen. Hier in Europa oder in Nordamerika und auf allen westlich orientierten Weltmärkten erhält man Musikinstrumente, die sind normiert. A gleich 440 Hertz, gleichmäßig schwebend, temperiert, gestimmt. Das heißt, von Halbton zu Halbton ist immer das gleiche Intervall. In der europäischen Musikgeschichte war über Jahrhunderte weg so ein System Grundlage für alle Musik. Das heißt, alle Töne, die dazwischen waren, haben unsere Vorfahren eigentlich nie gehört. Man hatte einen Grundton, man hatte die 12 Töne aus der Tonleiter, C, D, E, F, G, A, H, C und dann auch die erhöhten und erniedrigten, wie Cis, Dis, Fis, Gis, Eis. Aber mit dieser Tonreihe hat man nur ganz bestimmte Frequenzbänder aus dem gesamten Spektrum herausgeschnitten, die für die Musik freigestellt und die anderen, die fielen weg. Das ist eigentlich ein ziemlich grobes Raster. Unsere Vorfahren haben Musik aus einem groben Raster mitgekriegt seit der Barockzeit, so wohltemperiertes Klavier von Johann Sebastian Bach, bis eigentlich Techno aufkam und elektronische Musik. Weil DJs pitchen, die halten sich nicht unbedingt an eine vorgegebene Umdrehungszahl einer Schallplatte, sondern schauen, dass es passt zum anderen Stück. Dadurch gibt es auch Verstimmungen und andere Töne kommen hinein und dann die elektronischen Musikinstrumente, die man frei und beliebig stimmen kann. Microtunes, Pitchfilter, das und ähnliches, was man danach einstellen muss. Wir haben also heute die Möglichkeit, im Gegensatz zu früheren Generationen, Musiken zu gestalten mit einem ziemlich beliebigen Stimmungssystem, das wir uns ausdenken. Oder auch ein altgriechisches oder mittelalterliches oder indonesisches. Wir haben da die Wahlfreiheit. Die ursprüngliche Musik kommt eigentlich immer von Naturinstrumenten oder von der menschlichen Stimme. Die menschliche Stimme ist eigentlich die einzige originäre, nicht technische Musik. Für alles andere braucht man irgendwelche Instrumente. Naturinstrumente, zum Beispiel das Didgeridoo, die Urform des Didgeridoos hier in Europa, ist das Alphorn. Das Alphorn ist ein rein